Herr Faymann, ich meine, jetzt sind Sie in der Partei natürlich in einer nicht ganz einfachen Lage derzeit. Diese Doppelspitze, wie stehen Sie dazu? Wird es weitergeben? Und wenn ja, wie lange aus Ihrer Sicht? Hören Sie, ich bin kein Hellseher. Naja, aber Sie sind da mittendrin, nicht? Ich kann Ihnen nur sagen, dass es daran liegt, dass ich mich sehr bemühen werde, mit dem Herrn Bundeskanzler so abgestimmt zu sein, dass es der Opposition oder auch vielen Journalisten nicht gelingt, in jeder Frage zwei verschiedene Meinungen herauszubringen. Das ist aber nicht die Kernfrage. Die Kernfrage ist eine aus meiner Sicht ganz andere, die Hannes Andrasch angesprochen hat. Wir stehen vor großen Herausforderungen und ich habe mir gedacht, bei aller Unterschiedlichkeit, die es zwischen SPÖ und ÖVP gibt und die in einem Wettbewerb auch sein soll, es wird die SPÖ immer die soziale Gerechtigkeit ganz besonders in das Zentrum ihrer Anliegen stellen. Und es wird die Österreichische Volkspartei ihre Anliegen besonders ins Zentrum rücken. Dachte ich, dass die Große Koalition, und das glaube ich bis heute, eine Chance wäre, genau diese Fragen, Abstimmung zwischen den Bundesländern, unterschiedliche Abstimmung mit den Sozialpartnern, den Arbeitgeber- und den Arbeitnehmervertretern, dass das doch dieses Land in Verhandlungslösungen, in Auflösen von Interessensgegensätzen so groß gemacht hat, dass das eine Chance haben muss in der Großen Koalition. Und nun sind aber die, die dieses Gemeinsame vor das Trennende stellen, im Moment die wenigeren und ich hoffe, dass sie die mehreren werden. Ich wünsche mir persönlich, dass wenn man sagt, es gibt einen Kompetenzdschungel, der viel Geld kostet, dass etwa ein Fluss, der vom Berg runterfließt, zuerst zum Landwirtschaftsministerium gehört, dann kommt er in die Länderkompetenz ab einer gewissen Seehöhe und wenn er in die Donau fließt, ist er bei mir im Ministerium. Dass diese Beispiele und Beispiele bis hin zu den Spitälern, die viel mehr Geld kosten und Bauordnungen, die es den Betrieben oft verleiden, etwas auszubauen und anzusuchen, dass man das auf breiter Ebene angeht, mit den Sozialpartnern, mit den Bundesländern in enger Abstimmung. Jeder stark auf Basis seiner Grundsätze, aber doch das Gemeinsame im Vordergrund. Dafür werde ich mich engagieren und ich persönlich bin jemand, der eine Chance sieht und daher eine Chance auch nicht aufgibt. Demnächst? Wenn ja, wann? Schauen Sie, wichtig ist, dass der eine vom anderen nicht glaubt, er kann nicht bis 5 zählen und sich unter Druck setzen lässt. Ich bin wirklich jemand, der sagt, auf basisfester Grundsätze muss die Bevölkerung wissen, wofür man steht. Und das gilt auch in der Europäischen Union. Das ist das größte Friedensprojekt der Geschichte. Und es hat trotzdem viele Fragen nicht gelöst und hat viele Fragen, die die Menschen beschäftigen. Und sich da vor den Ängsten der Bevölkerung zu fürchten, nicht darüber zu reden und alles gesund zu beten, bedeutet, ihnen zu zeigen, dass man nicht verstanden hat, was sie wirklich bewegt. Und wenn die Bevölkerung aber das Gefühl hat, erstens die Regierung versteht die Sorgen, die Nöte, die Chancen, die Zukunftschancen wahrzunehmen und dann stellt man das Gemeinsame vor das Trennende, jeder auf Basis seiner Grundsätze, dann sehe ich eine gute Chance für die Regierung. Die Fußballfans sitzen mir schon sehr im Nacken. Wird es Neuwahlen geben in der nächsten Zeit oder nicht aus Ihrer Sicht? Wenn es nach mir geht, ich will keine Neuwahlen. Wenn jemand droht mit Neuwahlen und glaubt, wir fürchten uns vor Neuwahlen, Angst ist der schlechteste Ratgeber, dann okay. Wird es Neuwahlen geben, ich will keine. Wann sind Sie Kanzler? Ganz letzte Frage. Bundeskanzler heißt Alfred Gusenbauer.